Immer wieder werde ich mit dem Thema konfrontiert, ab wann darf mein Kind reiten lernen? Das bedarf einer doppelten Betrachtung, denn Reitunterricht und Kinder spielerisch heranführen sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Meine Empfehlung: Kinder im Alter ab 4 bis 6, 7 Jahren können spielerisch mit dem Pferd umgehen lernen, doch natürlich unter Aufsicht und nie alleine. Es gibt da viele Möglichkeiten und mit viel Fantasie kann man die Zeit gut überbrücken. Zum Thema Spielen mit dem Pferd und Kind ist Ulrike Gast eine Top-Adresse. Die Bücher werde ich euch dann unten verlinken. Ich selbst beginne ab dem Zeitpunkt der Einschulung, also sprich zwischen 7 und 8 Jahren, mit dem richtigen Reitunterricht. Da kann man schon alles vermitteln und bekomme auch schon eine uneingeschränkte Aufmerksamkeit des Kindes. Das bewusste Umsetzen der Hilfen aufgrund der schon deutlich besseren Kraft, Koordination und Körpergefühls sind dann natürlich auch schon vorhanden. Unter anderem bekomme ich auch mehr Verständnis für die Anwendung von meiner systematischen Reihenfolge, den Zeitpunkt über das selbstständige Handeln und ab wann Verantwortung über das freie Reiten ohne Longe übernommen werden kann, sind dann auch schon da. Bitte lassen Sie sich nicht von Ihrem Kind mit den Worten: "Aber meine Freundin, die darf aber auch schon." Sie wissen, was ich meine. Überrumpeln. Sicherheit ist mit einem Fluchttier oberstes Gebot und da sollte man sich auch von einem Fachmann oder einer Fachfrau unbedingt beraten lassen. Sie erlauben ja Ihrem Kind auch nicht, dass es Auto fährt, nur weil es sagt, dass es das gerne möchte. Der Radführerschein geht auch erst ab 10 Jahren. Punkt. Diskussion muss damit beendet sein. Wenn Sie das durchhalten, dann bekommen Sie auch schnellere Erfolge und weniger frustrierte Kinder, da Sie ja auch nicht so lange an der Longe brauchen. Das spart Geld, Zeit und lange Diskussionen. Verzichten Sie auf jeden Versuch, als Mutter oder Vater selbst zu unterrichten, außer, wohlgemerkt, außer Sie sind wirklich Reitlehrer bzw. haben ein hohes Niveau im Reitsport erlangt. Da geht es natürlich auf alle Fälle. Ja, wenn es noch Fragen gibt zu dem Thema, dann könnt ihr mir das ja in den Kommentaren hinterlassen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Spaß mit euren Pferden und wünsche euch Gottes Segen. Alles Liebe, eure Alex.